Die Suche nach Glück zählt zu den 5 Grundproblemen der Menschen. Guten Morgen! Wir Menschen sind geplagt von Depressionen, von Ängsten und von Unzufriedenheit. Und was tun wir dagegen? Wir suchen Glück. Wir möchten die Unzufriedenheit einfach hinter uns lassen und wollen glücklich sein. Das beginnt dann meist mit irgendwelchen Affirmationen, geht über Tipps und Tricks zum Glücklichsein und endet in esoterischen Weltkonstrukten, die unser Gehirn kreiert hat bzw. irgendein anderer Mensch kreiert hat und wir übernommen haben. Und das Schlimmste daran ist, das hilft sogar. Aufgrund des Charakters neuronaler Netze sind derartige verhaltenstherapeutische Ansätze gut geeignet, um gefühlt glücklicher zu werden. Siehe dazu auch mein Video oben in den Infokarten. Ich verneine nicht, dass ich auch selber lange nur auf diesem Weg gewandelt bin und dass ich diesen Weg auch weiter einigen Menschen empfehle. Aber ist dieser Weg wirklich so gut? Ist es sinnvoll, das Glück zu suchen und die Unzufriedenheit, die da ist, einfach wegzukonditionieren? Ist es wirklich ratsam, das Leid durch Ängste und Depressionen einfach zu übergehen oder ihnen auszuweichen? Natürlich ist man oft der Ansicht, dass man es nicht mehr erträgt. Verweist dann gedanklich auf die vielen Menschen, die hinter den Zug springen oder von der Brücke und zählt sich dann eben zu einer dieser Gruppe. Aber der Mensch ist belastbar. Der Mensch kann weit mehr ertragen, als er glaubt. Wir sind nur gewohnt daran, Leid zu vermeiden. Es gibt für fast alles in unserer hochentwickelten Gesellschaft einfache und schmerzfreie Lösungen. Und ja, die Bereitschaft zu leiden, das bringen nur noch die wenigsten mit. Einfach, schnell, glücklich sein. Da gibt es tausende Bücher davon, die genau nach diesem Konzept arbeiten. Aber warum gibt es denn überhaupt Leid? Wie entstehen denn Depressionen und auch Ängste? Darüber ist man sich nicht vollends einig. Worüber man sich aber einig sein kann, ist, dass dieses Leid einen Grund hat. Wenn man nun auf der Suche nach Glück diese Gründe, die es gibt für das Leid, quasi übergeht, ist das in erster Instanz zwar zielführend, aber rein intuitiv fühlt es sich für mich sinnvoller an zu erfühlen, warum leide ich? Und vielleicht auch ein bisschen drüber nachzudenken. Warum habe ich Depressionen? Warum spüre ich eine grundlegende Unzufriedenheit in mir? Was ist der Sinn der Angst? Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass etwas in meiner Lebensführung irgendwie falsch ist? Und damit ist sicher nicht der Fakt gemeint, dass ich zu wenig Affirmationen aufsage. Etwas Grundlegendes läuft falsch. Und bist du der Meinung, dass wenn etwas grundlegend falsch läuft, es sinnvoll ist, dieses zu ignorieren und das zu übergehen? Fühlen sich Affirmationen und das Aufspielen eines neuen Weltbildes, was sich irgendjemand ausgedacht hat, als wirklich zufriedenstellend an? Ich glaube nicht daran. Wenn ich mein Leben rekapituliere, wann sich mein Leben geändert hat und wo ich einen Schritt hin zu einer dauerhaften Zufriedenheit gegangen bin, dann war der Auslöser in diesen Situationen oftmals Leid. Durch Leid bin ich gewachsen und fühlte mich nach der Transformation gestärkt und auch zufriedener. Und diese Zufriedenheit ist eben auch beständig gewesen. Ich habe genau geschaut, wie lebe ich mein Leben. Ich habe mich ganz bewusst von der Gesellschaft und von diesen konditionierten Überzeugungen gelöst, die ich selber auch hatte. Ich bin in die Demut gegangen und bin auch immer wieder mutig und auf der Suche nach neuen Erfahrungen in neue Lebensabschnitte eingetaucht. Ich habe mehrmals bei Null angefangen und von der Gesellschaft als glücklich definierte Lebenslage verlassen, weil ich zwar glücklich sein sollte, aber es nicht war. Solange ich spüre, dass da irgendwas an intuitive Unzufriedenheit rumort, werde ich meine Lebensführung immer wieder überdenken. Aber Vorsicht beim Nachmachen, wenn ihr nicht in der Lage seid, Konditionierung von Intuition abzugrenzen, dann empfehle ich nicht ständig wechselnde Lebensumstände, nur um Erfahrungen zu machen. Derzeit wird an jeder Ecke, gerade bei YouTube, das digitale Nomadentum gepreist.
Wer solche Videos konsumiert, der wird darauf konditioniert, diese positiven Darstellungen als alleinige Realität wahrzunehmen. Die Schattenseiten, die finden selten den Weg in das Video. Und dann entwickelt man bei dem Konsum eben ein neuronales Netz. Digitaler Nomade ist Glück. Und man spürt in sich eine Unzufriedenheit, weil man den 9-to-5 Lebensstil, der irrsinnigerweise per se als schlecht abgetan wird, gerade in diesen Videos, in diesen Kanälen, weil man diesen selber lebt, da fühlt man sich schlecht. Und dieses Rumoren, was man dann spürt, das ist eine Konditionierung und keine Intuition. Lasst Euch davon nicht leiten. Und wenn ihr wirklich nicht in der Lage seid, da ganz klar zu unterscheiden, dann hört nicht auf Euer Bauchgefühl. Das Leid, was ihr dann spürt, das ist lediglich der Wunsch nach mehr und zählt zum Leid der zweiten Ebene. Siehe dazu auch mein Video oben in den Infokarten. Aber echtes Leid, das zeigt Euch an, dass etwas falsch läuft. Etwas Grundlegendes in Eurem Leben sollte geändert werden. Das kann die Ernährung sein oder das soziale Umfeld oder was auch immer. Und das, dieses Leid, das solltet ihr studieren und auswerten und das Ergebnis dankbar annehmen. Akzeptiert das Leid als Signal, etwas zu ändern. Grundlegend. Leid ist nichts Schlechtes. Leid ist gut. Übergeht Leid nicht. Das ist mein Appell an Euch heute. Macht's gut, Euer Christian.